Notfalls eine nationale Notlage ausrufen, um Geflüchtete an der deutschen Grenze abzuweisen. Es dürfe keine Tabus mehr geben, meint CDU-Parteichef Friedrich Merz. Das würde gegen geltendes EU-Recht verstoßen und Deutschland isolieren, so Vizekanzler Robert Habeck im Newstime-Spezial Wo steht Deutschland? Die Notlage führt ja zu etwas. Es ist ja nicht nur Deutschland auf der Welt, sondern wir werden dann europäisch jede Solidarität verlieren. Was ich also sagen will, ist, dass daraus wahrscheinlich mangelnde Erfahrung auf internationaler Ebene, aber auch in der Regierung spricht. CDU-Generalsekretär Carsten Lindemann verteidigt Friedrich Merz. Der wolle eine Notlage nur ausrufen, wenn an den deutschen Außengrenzen geltendes Recht nicht konsequent umgesetzt werde. Wir geben Asyl, aber man darf sich nicht das Wunschland aussuchen. Das sind die Dublin-Regeln und die wollen wir wieder einführen, dass die wirklich auch gesetzt sind. Im Fall Solingen hätte der Täter nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, wo er zuerst den Asylantrag stellte. Dass das nicht passiert ist, zeigt laut Robert Habeck eine Schwachstelle bei den zuständigen Behörden und sei kein Einzelfall. Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Überbelastung der Behörden. Vielleicht auch eine gewisse Kultur des Wegschauens. Dass Friedrich Merz dem Kanzler vorgeschlagen hatte, notfalls gemeinsame Politik auch gegen Grüne und FDP zu machen, nennt Habeck wörtlich eine Rhetorik des Spaltens. Olaf Scholz macht heute klar, für neue gesetzliche Maßnahmen will er sich mit allen zusammensetzen. Die Bundesinnenministerin wird deshalb sehr zügig jeweils einen Vertreter des Vorsitzes und Co-Vorsitzes der Ministerpräsidentenkonferenz, Vertreter der größten Oppositionspartei und involvierte Bundesressorts zu vertraulichen und zielgerichteten Gesprächen über diese Frage einladen. Die Bundesregierung will nun ein Maßnahmenpaket, beispielsweise um Rückführungen zu erleichtern, zeitnah vorstellen.